Egger, ich habe schon ein bisschen angekündigt, die österreichische Wirtschaft, die könnte derzeit ein bisschen besser laufen, als sie ist. Sagen zumindest all jene, die viel Kritik daran üben. Wie sehen Sie denn die Lage der österreichischen Wirtschaft ganz allgemein? Die aktuelle Situation für die österreichische Wirtschaft ist ziemlich herausfordernd. Das ist aber kein österreichisches Spezifikum, sondern es ist im internationalen Wettbewerb insgesamt ziemlich viel an Anstrengungen notwendig, um einfach wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Kampf oder die Wettbewerbsfähigkeit zwischen Asien und Amerika ist eine ziemliche Herausforderung. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Herausforderung ist aber auch die Inflation, die jetzt zwar bei 2,9% durchaus eingependelt ist und sich im Vergleich zum letzten Monat auch als stabil zeigt, aber immer noch viel zu hoch ist, auch im internationalen Vergleich innerhalb von der EU. Wie sehen Sie denn da diese Schwerpunkte, die auch in puncto Teuerung politisch gesetzt worden sind? Muss da hier die Politik noch etwas mehr tun, dass die Inflation weiter runtergeht, dass wir die Kaufkraft bei den Menschen stärken können, damit sich das wieder positiv auf die Wirtschaft auswirken kann? Ich glaube, die Entwicklung bzw. die Richtung, in die es sich bewegt, ist gut, aber noch nicht das Ziel erreicht. Wir haben als Bundesregierung versucht, in den letzten Monaten sehr viel dafür zu tun, dass die Kaufkraft gestärkt wird, was natürlich auch ein wenig die Inflation angekurbelt hat. Und man kann zwar den internationalen Vergleich sehen, aber man muss mehrere Parameter mit in die Betrachtung nehmen. Das ist die Arbeitslosigkeit zum Beispiel, das ist die Wirtschaftsleistung. Und in diesem Vergleich sind wir ganz gut durch die Krise gekommen, eben mit diesen Herausforderungen. Sie sagen jetzt ganz gut durch die Krise gekommen, allerdings haben wir gerade im Bereich der KMUs ziemlich viele Insolvenzen zu beklagen. Österreicher Standort für KMUs war eigentlich bekannt. Oftmals, lange hat man gesagt, das ist eine der wichtigsten Säulen unserer Wirtschaft, die Klein- und Mittelbetriebe, gerade im Tourismus, in der Gastronomie. Und wir erleben quasi jeden Tag, wo Traditionsunternehmen pleite gehen in diesem Bereich. Ob es jetzt in Wien das Dotz ist, was durchaus bekannt war, oder auch zum Beispiel gerade heute die Meldung aus Salzburg, dass der Kugelhof, ein Traditionsrestaurant dort, also ebenfalls vor dem Aussteht. Also in ganz Österreich erleben wir immer wieder, dass Gastronomen sehr stark aktuell mit dieser Situation zu kämpfen haben. Macht Ihnen das ein bisschen Sorgen, weil gerade Österreich doch für die Kulinarik, für den Tourismus so bekannt und berühmt ist? Ich glaube, jede Unternehmensauflösung bzw. jeder Konkurs ist ein bedauerlicher Fall. Man muss den Vergleich in den letzten Jahren sich sehr genau anschauen. Von 2019 beginnen über die Jahre 2021, 2022, wo es relativ wenig Konkursanträge gegeben hat, weil die Unterstützungsleistung der Bundesregierung so stark war, Arbeitsplätze erhalten werden konnten durch diese Unterstützungsleistungen. Und jetzt gibt es den einen oder anderen Nachzieher. Es gibt aber nicht nur Unternehmerinnen und Unternehmer, die in Konkurs gehen, sondern es gibt auch sehr viele neue Betriebe, wo es neue Geschäftsideen gibt, wo es neue Aufstellungen gibt. Und ich glaube, das ist im Wirtschaftsleben nicht der Regelfall, aber es ist einfach, es gehört einfach zum Wirtschaftsleben dazu. Ja, wir haben in Österreich auch viele Vorzeige-Startups, die sich sensationell entwickelt haben, gerade in der jungen Szene. Dennoch haben wir in Österreich auch ein bisschen Probleme, was den Wirtschaftsstandort betrifft. Wir müssen im Moment dahinnehmen, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Würden Sie dem zustimmen? Wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern wir haben einen Arbeitskräftemangel. Nach wie vor 180.000 offenen Stellen bei steigenden Arbeitslosen oder bei leicht steigenden Arbeitslosenzahlen. Und wir müssen einfach versuchen, diese Arbeitsplätze zu besetzen, weil das ein doppelter volkswirtschaftlicher Schaden ist. Auf der einen Seite bezahlen wir Sozialleistungen für jene, die arbeitssuchend sind. Auf der anderen Seite können die Betriebe die Wertschöpfung nicht generieren und damit nicht ins Steuersystem einzahlen. Und ich denke, eine 32-Stunden-Woche ist nicht die Antwort auf diese Situation. Wo auch noch dazu kommt, dass die demografische Entwicklung in den nächsten 10, 15 Jahren uns trotz oder zusätzlich auferlegt, dass es weitere 200.000 Arbeitsplätze braucht. Und da sind wir gefordert, eher zu überlegen, wie kann man mehr arbeiten oder länger arbeiten attraktiv machen, sprich für all jene, die Überstunden leisten, auch dementsprechende Steuer begünstigt zu machen oder all jene, die in Regelpension gehen könnten, auch es attraktiver machen können, länger im Arbeitsprozess zu bleiben. Weil Sie gerade von der 32-Stunden-Woche gesprochen haben, muss ich jetzt ganz konkret nachfragen. Sie haben, glaube ich, Zitat gesagt, die SPÖ verhöhnt die arbeitende Bevölkerung, unter anderem mit diesem Konzept der 32-Stunden-Woche oder auch mit anderen Tatsachen.
Also die SPÖ war ja einmal eine Partei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Leistungsträger, die fleißig gearbeitet haben. Jetzt haben wir dort eher Ideen, wie weniger gearbeitet werden soll oder dass weniger gearbeitet werden soll. Das wird sich in vielen Bereichen nicht ausgehen. Man denke an die öffentliche Versorgung. In einem Krankenhaus werden die Ärzte fehlen, es werden die Pfleger fehlen. In der Kinderbetreuung, in der Altenpflege, es werden die Kräfte fehlen bei der Polizei, bei der Feuerwehr. Also das System würde zusammenbrechen, wenn wir weniger arbeiten. Und daher ist die SPÖ schon lange keine Arbeiterpartei mehr. Jetzt hat Herbert Kickl heute im Rahmen der Vorstellung seines aktuellen Wahlprogrammes für die Nationalratswahl 2024 eben auch diesen Fachkräftemangel in Österreich angesprochen. Er hat gesagt, man muss wieder versuchen, dass man gerade die Lehrlinge stärker belohnt für ihre Leistung, stärker auch motiviert, dass sie Lehrberufe bis zum Meister durchführen und da dann wirklich qualifiziert, hochqualifizierte Fachkräfte werden. Die FPÖ stellt sich davor, dass zum Beispiel jeder, der seine Lehre abgeschlossen hat, 5.000 Euro bekommt und dann in Richtung Meister weitermachen dürfte, quasi als Belohnung, dass man, wenn man weitermacht, wenn man bis zum Meister macht, dass man dann auch noch belohnt wird dafür. Was halten Sie von so einem Belohnsystem und ist das nicht eine gute Idee bei aller Feindschaft, die Sie mit der FPÖ vielleicht pflegen? Ich habe ja heute und in den letzten Tagen schon ein wenig schmunzeln müssen, weil endlich wurde die Frage beantwortet, wo Herbert Kickl die letzten 4 Wochen war. Nämlich, er hat die Zeit dazu genutzt, um unsere Programme durchzufiltern und abzuschreiben. Ich freue mich auch ganz besonders, wenn er jetzt den Wert von Lehrlingen entdeckt hat. Wir tun das schon lange und die Gratis-Meisterprüfung wurde in dieser Bundesregierungsperiode bereits umgesetzt. Also wir sind schon lange auf diesem Weg und unterwegs, den er jetzt scheinbar entdeckt hat. Was die Fachkräfte aus dem Ausland betrifft, da sagt Herbert Kickl, er fände es gut, wenn man die EU insofern nutzt, dass man auch diese Arbeitsmarktfreizügigkeit einfach besser nutzt, indem man Fachkräfte innerhalb der EU nach Österreich holt, die vielleicht mit mehr Anreizen lockt, als wie jetzt Fachkräfte aus dem Nicht-EU-Ausland. Wie stehen Sie zu dieser These? Ich glaube, man sollte alle Möglichkeiten nutzen, qualifizierte Arbeitskräfte ins Land zu bringen und damit Wertschöpfung zu steigern. Welche Grenzen dort ausgesucht werden, ja, sei dahingestellt. Ich glaube, wichtig ist, dass man gemeinsame Anstrengungen unternimmt, um möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, bei uns zu arbeiten und auch einen Beitrag zu leisten. Auch da bin ich etwas verwundert, dass man jetzt auf einmal auf die Idee kommt, da brauchen wir was. Weil den Arbeitskräfte- oder den Fachkräftemangel gibt es ja schon länger. Und da war ja die FPÖ über lange Zeit nicht sehr zugänglich für diese Ideen. Und auf einmal, weil man da jetzt im Wahlkampf ist und sich regierungsfähig zeigen will, kommt da die eine oder andere Idee daher. Finde ich sehr sonderbar. Sie haben vorhin von den Ärzten gesprochen und haben auch ein bisschen die medizinische Versorgung angesprochen. Wir haben einen Ärztemangel in Österreich. Dem will man jetzt eben entgegenwirken, gerade in den Landregionen, wo es oftmals zu wenig Ärzte gibt, dass man eben Studienplätze fördert, die dann aber bindet an einen Standort oder eine Tätigkeit, die dann derjenige, der Medizin studiert, ausüben muss. Was halten Sie von der Idee? Wie erfolgreich war das jetzt in dieser ersten Auswahlverfahren beim Medizinstudium, dass man da eben tatsächlich Studenten verpflichten konnte, die einen Studienplatz bekommen haben, unter der Prämisse, sich dann eben unter anderem, glaube ich, 4 Studenten in Innsbruck als Amtsärzte so verpflichten. Ich glaube, wir sind in der Erörterung der Herausforderung relativ klar am Punkt, insofern, dass man sagt, es gibt zu wenig Ärzte. Und ich glaube, es ist nicht nur eine Maßnahme, die gesetzt werden muss, nämlich sowas auch zu formulieren und zu unterstützen, sondern man muss sich überlegen, ob wir die Zugangsvoraussetzungen zum Medizinstudium wieder nachbessern oder zurückdrehen, damit man mehr Menschen animiert, Medizin zu studieren. Vielleicht auch darüber kommuniziert oder das kommuniziert, dass es attraktiv sein kann, Landarzt zu werden, Bedingungen zu schaffen, dass es auch jungen Ärztinnen und Ärzten wieder Spaß macht, aufs Land zu gehen. Mit den Gruppenpraxen wurden auch Möglichkeiten geschaffen, dass man mit mehreren Ärzten gemeinsam auch eine Ordination betreiben kann, damit es auch familienfreundlich wird. Also ich glaube, da ist nicht eine Maßnahme die zielführende, sondern viele Maßnahmen zusammengefasst. Herr Egger, wir sind leider schon mit der Zeit am Ende des Interviews, obwohl ich schade finde, weil die österreichische Wirtschaft so unglaublich viele Aspekte hat und so unglaublich viele Fragen aufwirft. Wenn ich Sie jetzt abschließend fragen darf, wie gut oder wie schlecht, wie stark ist der Wirtschaftsstandort Österreich und mit welchem Gefühl
Gefühl gehen Sie in die nächsten Jahre hinein? Was glauben Sie, was kann Österreich als Wirtschaftsstandort noch erreichen? Wo müssen wir zum Beispiel ausbauen? Wo sind wir aber schon gut und dürfen uns vielleicht auch einfach mal über Erfolge freuen? Also ich vertraue in erster Linie den österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer, weil die auch in den letzten Jahren bewiesen haben, dass sie mit ganz schwierigen Herausforderungen umgehen können. Die kleinstrukturierte österreichische Klein- und Mittelbetriebswirtschaft ist so gut aufgestellt und so flexibel, dass sie auf Marktveränderungen relativ rasch reagieren können. Das unterscheidet uns von anderen größeren Ländern, die das sehr viel behäbiger sind. Und wir sind als Politik einfach gefordert, dass die Betriebe, die international erfolgreich sein wollen, die Wettbewerbsfähigkeit haben, um eben zum Beispiel mit einer Lohnnebenkostensenkung bei den Arbeitgebern die Lohnstückkosten zu senken und damit das Produkt und die Dienstleistung für die Abnehmer erschwinglich wird.